Das ist euer Zeichen, Freunde. In letzter Zeit sind irgendwie alle krank wegen dem Wetter und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euren kranken Freunden den Tag ein bisschen schöner zu machen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie heute nicht zur Schule kommt, weil sie krank ist. Was irgendwie auch kein Wunder ist, wenn es den ganzen Tag regnet. Auf jeden Fall dachte ich mir, weil ich so ein toller Freund bin, gehe ich nach der Schule irgendwie einkaufen und bringe ihr eine Kleinigkeit mit, damit es ihr ein bisschen besser geht. Ich bin dann erstmal losgegangen und musste dann zur Schule fahren, was irgendwie ein bisschen deprimierend war, weil ich wusste, dass ich den ganzen Tag allein sein muss, weil ich gefühlt auch einfach keine anderen Freunde habe in der Schule. Auf jeden Fall habe ich mir dann erstmal einen Kaffee geholt, was irgendwie zu meiner Morgenroutine gehört. Ich fahre irgendwie jeden Morgen zum Bäcker und hole mir da irgendwie so einen mittleren Kaffee. Den gönne ich mir dann erstmal noch im Auto, deswegen komme ich auch eigentlich jeden Tag echt zu spät. Und Leute, dann habe ich den einfach verkleckert und Leute, ihr glaubt mir nicht, aber ich war kurz davor nach Hause zu fahren, ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich war dann aber trotzdem in der Schule und dann habe ich danach noch Justin abgeholt. Wir sind dann gemeinsam zum Teegut gefahren, weil er gerade irgendwie eine Freistunde hatte und dann haben wir die ganzen Sachen geholt, die ich Natalia noch schenken wollte. Ich habe mir gedacht, sie braucht ein paar Vitamine, deswegen habe ich erstmal Obst und einen Smoothie geholt und dann noch so ein paar andere Sachen, wo ich weiß, dass sie mag. Und dann bin ich zur Kasse gegangen und habe dann erstmal Justin wieder an der Schule abgesetzt, weil er noch Unterricht hatte. Und dann habe ich die ganzen Sachen in so einem kleinen Beutel, den ich noch gekauft habe, alle eingepackt. Freunde, und wenn gerade kein Freund von euch krank ist, dann speichert euch dieses Video ab und merkt euch das für die Zukunft. Auf jeden Fall habe ich ihr dann die Geschenke gegeben.